Herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zum staffellauftag Die fünfte Staffel-Sieg kommt tatsächlich. Ihr habt es ja eben schon hier vor diesem Video gesehen. Ihr werdet es euch jetzt wahrscheinlich denken können. Wir werden aufgrund des krassen Hypes AEW zurückbringen hier ins Evoverse. Aber jetzt möchte ich erstmal ein paar Dinge, ein paar Fragen beantworten. Beziehungsweise einfach mal. So, aus meiner Sicht jetzt sagen, ähm, warum, was meine Strategie und das Ganze war. Also, ich habe ja jetzt vor einigen Wochen gesagt, ja, Evoverse wird unter diesen Voraussetzungen eingestellt. Ich habe da keine Lust mehr drauf. So, ich kann euch jetzt schon mal von vornherein sagen, das stand bei mir wirklich nie zur Debatte. Das Ganze, und ihr seht es auch schon im Namen von dieser heutigen Folge: The Purged. The Purge genau. The Purge ist beendet. So, was meine ich mit The Purge ist beendet? Es gibt den Film oder die Filmreihe The Purge, was quasi so eine Art Horrorfilm ist, wo ich sag mal das ganze Thema eine Bereinigung von Bewohnern ist. So, um das Ganze hier auf das Evenverse zu beziehen, es ist eine Bereinigung des Evoverse gewesen. Denn ich wollte mit dieser Methode rausfinden: hey, wenn angekündigt ist, dass Evoverse endet, wer bleibt denn bis zum Ende dabei? Wer supportet mich denn wirklich bis zum Ende? Wem geht es nur um sich? Wer denkt jetzt auch, oh, komm, scheiß drauf, wenn sowieso bald zu Ende ist, dann brauche ich ja nicht mehr gucken, wenn der sowieso aufhört. Ja, mit diesen Dingen habe ich so viele Leute. Wirklich hier, das habt ihr selbst gesehen in den letzten Wochen, wo die Titel Entlassungswelle, Entlassungswelle, Entlassungswelle hießen. Mit dieser Art und Weise konnte ich nämlich wirklich herausfinden, wer supportet mich bis zum Schluss. Und diese Leute, die dort wegen Inaktivität rausgeflogen sind, da kann ich euch auch sagen, die werden, wenn sie keine gute Begründung hatten werden sie nicht mehr ins e zugefügt, weil einfach ich von diesen Leuten hängen gelassen wurde, weil diese Leute dafür gesorgt haben, dass ich deren Charakter eventuell gepusht habe, obwohl sie es gar nicht verdient hatten. Sondern dass es eher wirklich die Leute verdient haben, die wirklich komplett Gas gegeben haben, die mich teilweise schon seit 2K18 supporten und nicht irgendwelche Leute, die jetzt irgendwann mal dazukamen, jetzt drei, vier Wochen dabei waren und dann wieder gehen mussten, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, ach, guck mal, ich bin jetzt neu hier, aber wenn Evo sowieso aufhört dann ist mir das eigentlich auch egal. So und dann kamen natürlich noch diese ganzen Punkte dazu, dass und das soll jetzt wieder kein Hate sein, dass es dann hieß, ja, ich guck mal, wenn Evo aufhört, dann mache ich vielleicht mein eigenes Universe auf und bring das auf YouTube. Wie gesagt, das ist absolut nicht böse gemeint, aber auch auf, mit diesen Leuten habe ich dann halt auch gesehen, wer wirklich so komplett hinter mir steht und ich habe mich wirklich, ich habe vorgenommen, diese Staffel das soll auch wieder eine richtig geile werden. Die Staffel ist jetzt gestern mit ordentlichen Knallern geendet. So, um das Ganze jetzt auch mal aufzuklären. Nein, wir haben kein Beef mit Hergi. Aber es muss halt auch mal hier, das muss mit. es müssen Schocker passieren. Die Black Invasion unter sich hat auch keinen Streit. Aber auch in, in der Realität. Seth Rollins hat mal einen S.H.I.E.L.D. Hintergang, Dean Ambrose hat ein S.H.I.E.L.D. Hintergang. So, solche Dinge gehören eben auch dazu und wir können ja halt nicht eben immer Friede, Freude, Eierkuchen machen. So, wenn jetzt solche Schocker passieren, wollt ihr natürlich wissen, hey, wie geht das Storyline-mäßig weiter? Und ich denke auch, dass Hergi das Ganze weiß. Ihr wisst, ich mach YouTube hauptberuflich und ich bin dann eben auch auf solche Cliffhanger und sowas angewiesen und... Äh, wie gesagt, da steckt überhaupt kein Hate dahinter, aber so konnten wir das Ganze jetzt mal neu aufbauen. Und auch wenn jetzt wieder kommt, öh, schon wieder die EWO. Das ist auch was, so drüber wir gesprochen haben äh, intern. Die EWO ist halt, damit verbindet uns jeder. Havoc war ein richtig geiles Gimmick. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber anscheinend wurden wir als Havoc gar nicht ernst genommen. Wie oft wurde in den Kommentaren geschrieben, wie der EWO gut war vielleicht unser Fehler, weil es genau wieder die gleiche Stable Konstellation ist und äh, deswegen hat jeder uns noch oder fast jeder als uns IWO bezeichnet ich denke mal wenn jetzt jemand so kreativ gewesen wäre Wobei einige schon kreativ waren, das möchte ich jetzt gar nicht abstreiten, halt die Leute, die Tag Teams gegründet haben. Aber Havoc, es war so leicht, einfach so ein Stable zu gründen. Ich bin einfach durchgegangen, zum Beispiel, wo die Idee für Havoc entstanden ist. Ich habe mal geguckt, okay, welche Namen sind denn so in der Ansage im Spiel vorhanden? So, und das waren nicht viele, was halt reale Teams werden. Deswegen ist halt die Wahl auf Havoc gefallen. Dann habe ich halt geguckt, was bedeutet denn Havoc auf Deutsch übersetzt. Und dann haben wir das halt mit diesem Logo alles zusammen angepasst. So, aber der Grundgedanke ist einfach, wir bringen jetzt auch so diese IWO zurück, weil... Das soll jetzt auch so ein bisschen so eine Ironie hinter der ganzen Sache sein, weil damals es gab ständig permanente NWO-Reunions. Das soll jetzt auch keine Rechtfertigung werden, aber wir haben halt damals gesagt, okay, die IWO ist jetzt Geschichte und jetzt bringen wir halt wieder eine neue Art von IWO in veränderter Besetzung zurück. So, und äh, das ist halt diese ganze Story dahinter. Und äh, so wird es jetzt dann halt auch in Staffel 5 weitergehen. Und ja, dann kann ich euch schon mal sagen, da ihr die jetzt hier noch mit dabei sind. Da ihr mich jetzt so supportet habt. Da ihr wirklich die vollen bis zum Ende geguckt habt. Und weil ich wirklich auch gesehen habe, krass, was gestern in der Premiere los war. Was in den Kommentaren los gewesen ist. Wie auf Discord kommentiert wurde. Diese ganzen Fragen, die ihr euch gestellt habt. Die müssen natürlich Antworten finden. Und deswegen geht es hier auch weiter. Und ich möchte aber allen jetzt nochmal, wie gesagt, die mich supportet haben, bis zum Schluss die Möglichkeit geben. Ihr habt jetzt eine Woche Zeit, euch ein neues Gimmick eventuell zu überlegen. Ihr könnt meinetwegen auch... Mit dem alten Charakter zurückkehren. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel. Hier ein David Hawkins kann meinetwegen als David Cole zurückkommen. Das ist mir wirklich vollkommen egal. Das kann jeder machen, wie er möchte. Ihr habt jetzt, wie gesagt, eine Woche Zeit bis Sonntag, den 14. Juli, 23.59 Uhr. Da müsst ihr dann jetzt aber auch bitte so fair sein. Ich kann nicht alle Charaktere auf einmal damit wieder reinbringen. Das wird dann so mit der Zeit passieren. Und. Äh, Braucht ihr auf jeden Fall keine Ärger machen. Ich werde wirklich die ganzen Gimmicks hinzufügen. Dazu muss ich allerdings dann wieder sagen, das Ganze betrifft wieder nur eine optische Änderung. Eine komplette Neugestaltung jetzt, wo das Moveset von mir wieder kontrolliert werden muss, das ist einfach nicht mehr zu bewerkstelligen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Weil wenn man jetzt schon eine Staffel gestartet hat, ist das einfach zu krass. Außer ihr sagt jetzt, hey, kein Problem. Ich kann auch ein bisschen warten wegen Moveset und so. Dann kann man vielleicht schon darüber reden. Aber Grundgedanke ist jetzt erstmal, dass das Moveset gleich bleiben soll. Genauso auch hier Entrance und sowas. Aber wenn ihr, wie gesagt, mir jetzt sagt, okay, ihr könnt auch abwarten damit, dann könnt ihr das von mir aus machen. Und wo wir mit auch schon zu einem weiteren Thema kommen, der Kalender. Wie sieht es denn jetzt aus? Ich habe ja auch schon gesagt. Wir hätten rein theoretisch NXT und BCW schon zusammenlegen können, weil so wenig Leute noch dabei waren. NXT und BCW, so viele neue Leute, das ist durch die Inaktivität, das sind diese beiden Roster, die wirklich am Anfang so voll waren, das ist so klein gewesen zum Ende hin. Wenn man noch überlegt, dass da reale Wrestler drin gewesen sind, das ist eigentlich schon heftig. Wir konnten ja teilweise, war es ja so, dass Tag Team Wrestler mittlerweile in Einzelmatches angetreten sind, so sind wir gar kein Matchcard mehr bekommen. So und jetzt seht ihr auf jeden Fall... Zumindest den Kalender für die Wochen. An den Pay-Per-Views habe ich jetzt noch nichts geändert. Das ist jetzt einfach nur eine Information für euch. So, ihr seht hier. Wir haben jetzt montags Raw. Wir haben dienstags All Elite Wrestling. Wir haben mittwochs. Bleibt NXT für den Fall, dass vielleicht doch nochmal neue Leute hier ins e hinzustoßen, weil die kommen auf gar keinen Fall schon in die Hauptshows. Dann haben wir Freitags Smackdown. Das habe ich schon angepasst, weil ja auch in der Realität Smackdown bald Freitags kommt. All Elite Wrestling habe ich jetzt auf den Dienstagsplatz eben gestellt, weil da steht es ja zur Debatte, ob es Dienstags oder Mittwoch kommt. Aber ich denke mal, All Elite Wrestling wird wahrscheinlich Dienstags kommen, weil Mittwochs NXT halt von der WWE kommt. Und weil die wahrscheinlich am Anfang dieser Konkurrenz aus dem Weg gehen äh, wollen. Auch wenn sie natürlich den TV-Vertrag haben. Aber wie gesagt, da Mittwoch auf jeden Fall durch NXT belegt ist und weil das Spiel der WWE 2K19 heißt, nicht All Elite Wrestling 2K19, hat jetzt halt All Elite Wrestling diesen Dienstagsplatz bekommen. So, und ihr habt jetzt die Möglichkeit. Und das betrifft auch, wenn ihr euch einen neuen Charakter erstellen wollt, ihr könnt mir jetzt mitteilen, in welche Show euer Charakter soll. Ich möchte keinen Shake-up machen oder sowas. Ihr dürft entscheiden, in welche Show kommt euer Charakter. ECW wurde abgeschafft, allerdings weiß ich, dass jetzt ein paar darüber traurig sind. Aber es wird jetzt halt wieder so sein in dieser Staffel. Ähm, einige fanden es nämlich blöd. Das muss man halt auch sagen, ich fand es auch irgendwann doof. Raw und SmackDown, dass da nur noch reale Wrestler drin waren, weil die Matches, das hat man auch ganz klar gemerkt in den Folgen, die wir uns angeschaut haben, die, wo die realen Wrestler drin vorgekommen sind, das hat viele nicht interessiert. Viele wollen aber, dass der eigene Charakter auch mal gegen reale Wrestler antritt und zu diesem ja, Grundwert werden wir jetzt in der fünften Staffel zurückkehren. Dass jetzt die Leute wieder bei Raw, SmackDown und all elite wrestling sind. All elite wrestling könnt ihr euch natürlich darauf einstellen. Ihr habt ja gesehen am Anfang von diesem Video, wer mit dabei ist. Wir werden noch, oder beziehungsweise habe ich noch ein paar Leute wieder darunter geladen Zum Beispiel Lucha Bros sind drin, die Young Bucks sind drin und äh, Jimmy Havoc ist zum Beispiel drin. Die Leute werdet ihr auch bei All elite wrestling finden. So, wie gesagt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, auch wenn ihr euch einen neuen Charakter erstellt, wenn ihr mir jetzt reinschreibt, in welche Show ihr wollt, werde ich euren jetzigen Charakter erstmal in diese Show reinstecken. Dieser Charakter wird dann. Durch den neuen ersetzt, sobald euer neuer Charakter von mir hier hinzugefügt wird. Und äh, dann eben quasi auch dieser Stab Ich weiß, eigentlich ist es Schwachsinn, weil es dann teilweise nicht vielleicht nur ein Gimmickwechsel ist, sondern vielleicht auch ein neuer Charakter. Aber sofern möchte ich jetzt sein, dass ihr dann auch in die Show reinkommt mit eurem Charakter, wo ihr hin möchtet. Ich werde nicht verraten, wo die IWO hingeht. Das werde ich nicht sagen. Weil sonst weiß ich nämlich, dass viele dann einfach aufgrund dieser Tatsache in diese Show rein möchten. Aber, wie gesagt, ihr habt dann jetzt die Chance zu bestimmen, in welche Show ihr mit euren Charakter geht. Dann noch etwas, die Leute jetzt zum Beispiel von ECW, die in ECW gewesen sind, die da Champions waren. Das wird natürlich berücksichtigt. Wir werden dann nämlich jetzt auch dann die Leute, die jetzt Champion gewesen sind, wieder so fair sein und Matches bestreiten. Also dann nicht nur jetzt hier so ein Winner-Takes-It-All-Match, sondern da machen wir vielleicht auch so ein. Best of Five Match und dann entscheiden wir, wer ist denn der Champion, um das Ganze wirklich fair zu sehen. So, und jetzt auf jeden Fall noch eine Neuerung, denn alle, die jetzt vielleicht traurig sind, dass es ECW nicht mehr gibt, ich gehe jetzt mal hier ins Titelranking rein. So, wir haben nämlich jetzt auch eine weitere Änderung. So, wir gehen jetzt direkt mal hier zu, Moment, wo ist es denn hier mein Universum? Übrigens, das möchte ich noch sagen, die Leute, die bei NXT dabei gewesen sind, die werden alle, also die müssen nicht bei NXT bleiben. Ihr könnt euch das jetzt aussuchen, ob euer Charakter bei NXT bleibt, könnt ihr gerne machen. Aber ihr könnt euch auch sagen, hey, ich möchte jetzt Raw, ich möchte zu AEW, ich möchte zu SmackDown. Bei Main Event bleibt so, dieses 24-7-Reglement, das gilt für alles. Aber, und das ist auch noch ein Punkt, ich hoffe, ich, das kann sein, dass ich jetzt vieles ein bisschen, äh, dass das jetzt, weil mir das gerade erst einfällt, Raw und SmackDown werden... Ein Pay-per-view für sich bekommen. Aber All Elite Wrestling bekommt einen eigenen Pay-per-view, einen exklusiven All Elite Wrestling Pay-per-view. Und das ist ein Fakt. Und das wird auch definitiv kommen. Zur anderen Sachen muss gesagt sein, es wird, das warten wir auch schon mal, es wird keine Takeover Pay-per-views mehr geben. Dafür gibt es jetzt halt die All Elite Wrestling Pay-per-views. Zum Beispiel Fighter Fest, Double or Nothing, das, was wir halt in der Realität schon gesehen haben, All-In. All das wird hier im Eververse kommen, damit wir dann eben auch mal All Elite Wrestling und Raw und Smackdown pay views haben. So, und jetzt zeige ich euch das, was nämlich auch eine Neuerung ist. Und zwar gehen wir jetzt mal hier in die Shows. Wie gesagt, ihr braucht euch noch keine Gedanken machen. Ich habe jetzt alles erstmal so gelassen, wie es ist. All the Dressing hat noch 0 Teilnehmer, genauso hat Smackdown 0 Teilnehmer. Das liegt daran, weil ich das verschoben habe und dadurch noch keine Wrestler zuteilen konnte. Nur Raw ist jetzt erstmal so geblieben, wie es war. Hier kommt die Neuerung für euch: Das Championship Ranking. So, wir haben hier nämlich einen Hardcore-Titel. Ihr dürft jetzt mir dann sagen. Und dieser Hardcore-Titel ist, wie gesagt, das ist dann quasi Extreme Rules. Dieser Hardcore-Titel wird ausschließlich in Extreme Rules-Matches ausgestattet oder ausgetragen. Und das kann dann auch mal sein, dass diese Extreme Rules-Hardcore-Matches öfters in den Shows vorkommen, also in den normalen Wochenshows. Jetzt nicht nur in den Pay-Per-Views, sondern dass sie unter der Woche öfters mal verteidigt werden, so wie es eben früher der Fall war. Ihr könnt also entscheiden, ob ihr in das Hardcore-Ranking wollt, was gleichgestellt ist mit dem. Mit Card Ranking so gesehen. Also, wenn ihr dann 100 Tage Champion gewesen seid, würde das bedeuten, dass ihr eben auch hier in das Main Ranking rein dürftet. Das ist dann euch überlassen. Ihr könnt natürlich auch sagen, nee, ich bin zufrieden damit, ich möchte in dem Hardcore Ranking drin bleiben, weil das einfach so voll mein Ding ist. Da kann ich mir zum Beispiel einen Tracer sehr, sehr gut vorstellen. So. Dann wird es auf jeden Fall so sein. Und übrigens, das sage ich auch noch dazu: Wenn der Arc Enemy nämlich sagt, er möchte zu Raw das Smackdown, wird er nämlich, weil er diesen KO Championship hatte von X3, äh von ECW, wird er erstmal der amtierende Titelträger sein. Dann kommt noch dazu: In diese Matches wird auch eine KO-Funktion hinzugefügt, damit quasi auch ein KO in einem Hardcore Championship Match möglich ist. Aber natürlich auch Pinvoll. Und Aufgabe. So, und das ist eine weitere Neuerung, denn ihr habt ja gesehen, dass teilweise die Rankings von der Tag Team Division relativ dünn waren. Gerade was Smackdown betrifft. Deswegen eine Neuerung. Raw und SmackDown, diese Tag Team Championship Rankings, werden zusammengeführt. Ihr habt jetzt. Wir können ja gerade mal da reingehen. Ähm, Klasse bearbeiten. So, also, das ist jetzt quasi genauso wie wir es bei NXT und BCW hatten. Es gibt jetzt halt diesen alten. Von 2010 bis 2016 da war, dieser Tag-Team Championship, der ist jetzt für alle Tag-Teams von RAW und Smackdown. Kann also auch jetzt gut sein, dass jetzt mal, nehmen wir als Beispiel jetzt die IWO, dass die bei RAW und bei Smackdown auftritt, weil sie nämlich eben diesem Ranking vertreten sind. Und dazu sage ich dann auch schon mal, dass wir so jobber Tag teams die wir in der Realität nicht sehen werden, Ascension zum Beispiel, dass wir die noch hier rausnehmen werden, sondern dass wirklich auch nur die. Teams hier um diese Titel antreten, die auch wirklich in der Realität eine Rolle bei Round SmackDown spielen. Gleiches gilt hier zum Beispiel für den Universal-Titel. Also da werden wir zum Beispiel noch die Rankings anpassen, das so steuern, wie es halt auch in der Realität ein bisschen ist, dass auch nur die Leute um diesen Titel fäden, die auch dort wirklich eine Rolle spielen. Bray Wyatt zum Beispiel spielt keine Rolle um den Universal-Titel. Also der würde zum Beispiel hier rausfliegen. Und hier zum Beispiel auch. Wir werden. Damit das Ganze nicht zu voll ist, weil ja Raw und SmackDown jetzt äh, oder ihr sagen könnt, wo ihr Charakter rein soll. Wir werden Leute, die zum Beispiel momentan eher um diesen 24 7 title fehlen. Hier in Titus O'Neil, No Way Jose, Mojo Rawley, EC3, Kalisto, Heath Slater, Cedric Alexander und Eric Young. Die werden zum Beispiel aus diesem Ranking verschwinden. Äh, werden zwar noch der Show zugeteilt bleiben, aber spielen keine Rolle mehr hier in diesem Championship-Ranking. Diese Championship-Rankings sollen exklusiv für euch sein, aber natürlich noch mit der quasi Methode mit der Option, dass reale Wrestler noch hier drin vertreten bleiben, weil viele sich das nämlich auch wieder zurückgewünscht haben. Manche haben das gefeiert, dass jetzt zum Beispiel ECW nur eine Show ausschließlich für Abonnenten ist, aber ich weiß schon, überwiegend waren die Leute damit unzufrieden, die wollten eher wieder, dass quasi man auch mal gegen reale Wrestler antritt. So, auf jeden Fall, das so grundlegend die Neuerung betrifft natürlich auch SmackDown, wo ich euch das Ganze nochmal zeigen werde. Denn hier haben wir, wie gesagt, das gleiche. Hier haben wir den Titel und wir haben den Hardcore-Titel. Und alle, die in dem Hardcore-Titel drin sind, die treten sowohl bei Raw als auch bei SmackDown auf. So, das wäre dann damit abgeschlossen. Dann zeige ich euch noch, wie es momentan bei All Elite Wrestling aussieht. Da haben wir derzeit diese Titel einmal. Natürlich den AEW World Heavyweight Championship. Der ist ja schon von Brad Hart präsentiert worden. Dann haben wir hier diesen Dragon Gate. Den Open the Dream Dragon Gate Championship, den hat ja Pack gehalten, also der ehemalige Neville. Und weil wir diesen Titel eben schon mal, ich weiß, das ist kein AEW-Titel, aber weil wir diesen Titel schon mal bei einem AEW-Event gesehen haben, damals bei dieser großen Präsentation von All Elite Wrestling, werden wir diesen Titel so lange hier im Eververse haben, bis wir quasi bei All Elite Wrestling wissen, wie jetzt denn wirklich der Card titel aussieht. Dann hatte ich eigentlich noch vor, den ähm, AAA. Tag Team Championship hier hinzuzufügen, den jetzt die Lucha Bros haben, den sie von den Young Bucks gewonnen haben. Aber da ich diesen Titel nicht in den Community-Halten gefunden habe, habe ich jetzt mal so ein random AEW Tag Team Championship hier hinzugefügt. Sollte jemand von euch ähm, diesen Titel finden, den jetzt, die Young, äh, den jetzt die Lucha Bros haben, den vorher die Young Bucks hatten, diesen AAA Tag Team Championship, dann sagt mir Bescheid. Notiert euch auch bitte unter welchen... Hashtags, ich diesen Titel finden kann, damit ich den hier hinzufügen kann. Weil das wäre schon so eine Angelegenheit von mir, was ich dann schon ganz schön finden würde. Ich denke mal, das war es jetzt weitgehend. Kann auch noch dazu sagen, für euch besteht jetzt auch die Möglichkeit, und das sage ich jetzt auch einfach mal, ihr könnt auch wieder Stables gründen. Aber diese Stable-Gründung, die ist ausschließlich nur wieder über Discord möglich. Ich weiß, das wird jetzt echt eine harte Zeit, bis das alles durch ist. Und das Ganze gilt natürlich auch. Bis 14. Juli, also bis 14. Juli 23.59 Uhr solltet ihr mir dann bitte mitteilen, mit wem geht ihr in ein Stable rein, mit wem geht ihr in ein Tag Team rein. Weil ihr habt jetzt halt auch die Möglichkeit, euch schon vorher abzusprechen, dass ihr zusammen dann in eine Show reingeht. Und äh, deswegen werde ich jetzt die ganze Woche, wird jetzt erstmal natürlich so ein bisschen obligatorisch laufen. Also ich werde das jetzt erstmal so ein bisschen von meiner Seite aus so zusammenwürfeln, wie ich das jetzt machen würde. Damit wir halt wirklich schon ein bisschen vernünftige Wochenshows haben, aber ihr habt dann eben noch die Möglichkeit zu sagen: Hey, nee, ich würde jetzt gerne lieber zu Raw oder Smackdown. Wenn ihr mir jetzt natürlich schon frühzeitig sagt, ihr würdet gerne zu Raw Smackdown, dann kann ich euch schon dann hinzufügen. Aber ich mache das jetzt halt erstmal so, dass das von mir einigermaßen gesteuert ist. Werde jetzt auch möglichst lange warten mit der Aufnahme von der Folge, die dann wieder morgen kommt. Übrigens, kleiner Troll von mir: Ab morgen kommen dann die Evoverse-Folgen wieder um 15 Uhr. Formel 1 kommt um 17 Uhr. Nur damit ihr Bescheid wisst, das war jetzt einfach nur mal noch mal ein bisschen hier diese Purge-Verwirrung äh, zu stiften. Auf jeden Fall, ich werde möglichst lange warten mit der Aufnahme von der neuen Folge dann für morgen, damit wir schon mal einige Sachen hier ein bisschen berücksichtigen können. So, ich denke aber mal, das sollte es von den Informationen für euch gewesen sein. Und noch eine weitere Information, ja äh, doch, eine Information habe ich noch für euch. Und zwar, mein Charakter Evo2K wird in Zukunft nicht mehr von mir gesteuert. Der bleibt noch im Evo hier drin, aber ich werde ihn nicht mehr selbst steuern. Denn viele haben sich immer darüber beklagt, dass es doof ist, dass ich meinen Charakter selbst steuere. Ähm Und ja, weil dann die Leute sowieso keine Chance haben, wobei man schon sagen muss, ich war gar nicht so erfolgreich. Auch in den Matches, die ich diese Staffel hatte, war mein Charakter wirklich nicht so krass. Und deswegen wird Evo2K ab sofort von der KI gesteuert, genauso wie es bei 0815 ist. Hier beim Projekt von Knights of Gaming, da steuert ja Michi seinen Charakter auch nicht selbst, sondern der guckt sich das Ganze von der KI an. Übrigens an dieser Stelle auch nochmal, wenn ihr Interesse habt, am Cruiserweight ähm, Wrestling mitzumachen, dann bewerbt euch doch mal, ladet einen Charakter für 0815 Live hoch. Gleiche Bedingungen quasi wie im Evoverse, nur einfach, dass ihr einen Cruiserweight erstellen müsst. Gibt es auch ein Infovideo, das ist auch, glaube ich, hier im Abspann des Videos verlinkt. Auf jeden Fall Evo2K. Ab sofort wird er nicht mehr. Seine Matches selbst bestreiten, sondern in Zukunft alles nur noch Sache der KI. Ja, Leute. Das war's dann jetzt. Ich hoffe, ihr seid mir alle nicht zu böse, aber ich denke mal, ihr könnt so einigermaßen meine Beweggründe verstehen, warum ich wirklich so gehandelt habe mit dieser Purge. Ist jetzt auf jeden Fall eine ganz gute Sache, weil jetzt haben wir das Ganze ein bisschen ausgedünnt. Jetzt haben wir erstmal nur noch die Leute drin, die wirklich Bock auf das Projekt haben. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, genießt noch euer Wochenende, genießt noch den Sonntag. Ich wünsche euch dann allen noch eine schöne Zeit. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch nochmal für euren Support in dieser letzten Staffel. Ich hoffe, euch hat das Ganze so gefallen, wie ich es gemacht habe mit diesen Cliffhanger. Aber ich weiß ja schon, dass es euch gefallen hat. Es hat für so viel Verwirrung gesorgt. Es hat einfach so viel Spaß gemacht, eure ganzen Kommentare zu lesen, weil viele einfach so verwirrt waren, wie es da jetzt weitergeht. Und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, genießt noch die Zeit. Wenn euch das Ganze jetzt hier gefällt, dann. Haut doch noch mal auf den Like-Button. Ich würde gern mal sehen, wie viele Leute jetzt so von diesem neuen Konzept überzeugt sind. Wenn ihr noch Rückf Rückfragen habt, dann schreibt sie natürlich gerne wieder in die Kommentare rein. Kommt auf meinen Discord-Server, wenn ihr Interesse habt, ein Stable zu gründen. Einige waren ja zum Beispiel neu bei NXT. Da besteht jetzt natürlich die Möglichkeit, dass ihr jetzt euch wieder in ein Stable zusammentun könnt, weil für die war ja die Möglichkeit damals noch nicht, wo NXT neu war. Auf, doch natürlich, die Chance war da für die. Ah, egal, ihr könnt euch auf jeden Fall für ein Stable zusammentun. Und wie gesagt, das Ganze nur bei Discord, alles. Das Ganze Ende der Sonntag, 14. Juli, 23.59 Uhr. Bis dahin muss alles stehen, damit ich meine Deadline habe, damit ich mich nach und nach um das Ganze kümmern kann. Ein Hinweis noch, es kann natürlich sein, dass jetzt total viele sagen, hey, ich würde gerne zu All Elite Wrestling, aber das wird dann so sein. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn ich dann natürlich sehe, dass 60 Leute zu All Elite Wrestling wollen, dann kann ich das natürlich nicht machen, weil ich sonst nämlich wieder genau weiß. Das wird dann wieder so sein, dass viele kein Match haben. Das soll natürlich so aufgeteilt werden, dass ihr möglichst alle eine gleichwertige Matchzeit erhaltet. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel den 24-7 Championship eingeführt. So Leute, auf jeden Fall. Ich bin jetzt an dieser Stelle raus. Alles, was ihr wissen müsst. Findet ihr außerdem noch auf Discord? Meine ganzen Links zu meinen Social Media Accounts unten in der Videobeschreibung: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir dort auch mal ein Follow hinterlassen würdet. Und ansonsten natürlich wieder jeden Tag 15 Uhr eine neue Folge WWE 2K19, dem Community Universe, dem Evoverse. Jeden Tag auf YouTube, wenn ihr daran Interesse habt, lasst mal YouTube-Kanal gerne mal ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr Teil meiner Community werden, wir diesen Weg in Zukunft gemeinsam bestreiten würden. Außerdem jetzt wie gesagt jeden Tag 17 Uhr eine neue Folge der Formel 1 2019 Karriere. Wenn ihr darauf Bock habt, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich supporten würdet. Bin dann jetzt an dieser Stelle raus. Wünsche euch dann jetzt allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut und ciao.